Konnichiwa! Herzlich willkommen zurück in der zweiten Folge oder auch ersten, je nachdem, wo ihr gerade seid. Denn wir wollen über Dragon Ball reden oder diverse Anime-Themen generell. Und wir fangen heute mit Dragon Ball an. Es gibt schon ein erstes Video dazu, falls ihr bei King Kev gerade auf den Kanal schaut, denn dieses Video kommt auf beiden Kanälen. Wir haben bloß beim letzten Mal irgendwie den Fehler gemacht, nur eine Kamera dann zu haben. Aber diesmal ist King Kev auch zu sehen und ich sag Hallo. Hallo, hallo. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, du bist sogar auf zwei Kanälen vertreten. Was los? Ja, auf jeden Fall. Wir machen das halt jetzt zum zweiten Mal. Auf jeden Fall waren wir das letzte Mal bei Dragon Ball und sind hängen geblieben bei. Wo sind wir gerade hängen geblieben? Bei den Soundtracks eigentlich. Ja, unter anderem. Und dann würde ich sagen: Spiele, was war dein Lieblingsspiel? Budokai 3. Budokai 3 finde ich auch, ist auch mein Lieblingsspiel. Wirklich. Es ist schön, dass du den gleichen Geschmack hast, weil viele, sehr, sehr viele mögen lieber das Tenkaichi, dieses 3D-Boxe und das kann ich halt überhaupt nicht ab. Nee, die sind scheiße. Die kannst du in die Tonne werfen. Echt so. Genauso wie die letzten zwei Spiele hier, Xenoverse ja, und so. Xenoverse. Das sind alle scheiße. Das ist irgendwie echt nichts. Es ist zwar genau das, was man immer wollte vorher, weil vorher hat man sich gedacht, wenn es ein Spiel gibt, wo du durch die Map fliegen kannst und so, voll geil, aber nee, es war dann irgendwie doch nicht so geil. Aber vielen gefällt es, deswegen, ich kann nichts dagegen sagen, aber mir, deswegen, ich freue mich so auf das Dragon Ball Fette Fighter Z. Und weil das ist genau das, was ich gerne wieder hätte, weil am auch vom Kämpfen, also vom Kampfsystem, fand ich das Dragon Ball Battle 22 am allerbesten. Leider ist das ja nur jetzt, wenn du spielst, viel zu langsam. Also das ist wirklich... Und jetzt die Animationen sehen auch so bomber aus. Es sieht alles so geil aus einfach. Ich freue mich. Ja, besondere Erlebnisse so mit anderen Spielen, also von Dragon Ball. Ich erinnere dich zum Beispiel an Dragon Ball Bit for Power. Boah, du kennst es noch? Ja, klar. Das haben wir doch damals schon gezockt. Hab ich letztens erst wieder eingegeben. Okay. Aber das war anders, so ein Half-Life-Mod oder so war das doch, ne? Ja, das war das schlimmste Spiel, was überhaupt rauskam, aber irgendwie war es doch voll geil. Ja, weil es auch voll selten war. Echt? War das selten? Ja. Okay, also man hat es ja nicht, nicht ohne anderes irgendwo hergekriegt. Du konntest ja nicht kaufen, ja, oder irgendwo runterladen. Ja, ja, weil es halt Mod war. Und, aber die Dateien haben, also es hat auch sehr, sehr viel gebuggt, das muss man echt sagen. Aber das Krasseste war halt, es gab so viele Charaktere, mit denen ich gar nichts anfangen konnte, weil zu diesem Zeitpunkt der Dragon Ball GT schon rausgekommen ist, während hier in Deutschland gerade mal Dragon Ball zu Ende war. So. Weißt du, ja. Deswegen, da waren die ganzen Saiyajin so Stufe 4 und Baby und Dings alles dabei. Ja, komm, als richtiger Fan müsste man das eigentlich wissen, ne? Jetzt solltest du dich ein bisschen schämen, ne? Wir wussten es, aber ich wusste, dass Dragon Ball GT kannte ich halt trotzdem nicht. Also da war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt unser Internet so weit beschränkt, dass wir da ja nichts machen konnten. Oder, pass auf, geile Erfahrung, Dragon Ball Spiele auf dem RPG Maker. Die waren scheiße. Ja. Die waren Großteil eigentlich richtig scheiße. Ja, waren sie wirklich. Hat mich aber nicht davon abgehalten, dass ich in manchen Spielen einfach ohne Scheiß drei Abende verbracht habe, mich auf Level 50 zu leveln, um Super Kamehameha zu lernen oder so. Ja. Ich habe auch selber welche gebaut, die dann, wo du dann drei Stunden da hockst und dann kannst du nicht durch die erste Tür gehen. Aber. Ja, ist halt so. Ich weiß noch richtig, damals für den Gameboy hattest du doch mal so ein Dragon Ball Spiel, wo du eigentlich nur die Freezer-Saga gemacht hast. Ja. Und eigentlich nur gegen Freezer gekämpft hast und wenn du Glück hattest, konntest du dich verwandeln. Ja, das war auf dem Dragon Ball, das Dragon Ball, auf dem Game Boy Color war das damals und das habe ich mir geholt in Bulgarien oder sowas, ja, Bulgarien. Aber ich hatte mega Spaß damit, aber das war ein ganz komisches Kampfsystem, auch wo du nur mit zu Köpfen über die Map geflogen bist. Und es war ganz, ganz komisch, genauso wie das. Ah, nee, es war ein Gameboy-Spiel. Und dann gab es das Dragon Ball Color-Spiel mit den Karten. Da waren aber alle. Das habe ich noch. Das Spiel war der Hammer, Alter. Das ist geil. Das war echt geil, vor allem, weil du dann Attacken tauschen konntest und sowas.
Das war schon echt. Ja, aber das war, da konntest du voll leicht bescheißen. Echt? Spätestens dann, wenn du die Dabura-Karte hattest. Ja. Und der mit seinem Steinrotz da die Leute instant gekillt hat. Echt? Okay, weiß ich gar nicht mehr. Okay, krass. Das war richtig krass. Ja, das war dann halt aber sowas, so 20% Chance, wo du dann getroffen hast, aber wenn du nicht getroffen hast, hast du Reset gemacht und direkt nochmal einen Kampf rein. Du warst schon immer ein kleiner Cheater, ne? Ja, Mann. Deswegen habe ich auch so einen kleinen Penis. Warum habe ich dann auch einen? Dabei cheat ich doch gar nicht. aber jetzt trigger ich noch was bei dir. Das ist, glaube ich, krasseste Erlebnis mit dem Dragon Ball Spiel. Dragon Ball Final Bout. Ja, Mann. Wir haben uns die Nächte durchgeschlagen. Und, na, wie kann man das sagen? Wir haben uns nicht die Nächte durchgeschlagen. Das Spiel hat sich die Nächte durchgeschlagen, indem wir einfach einen Drücker präpariert haben. Wie hast du denn präpariert? Erzähl mal. Boah, wie habe ich das gemacht? Ich habe irgendwelche Schnipsel in den Drücker reingemacht, dass er immer unten rechts schlägt. Und ich hatte zur damaligen Zeit noch für die PlayStation 1 so einen Turbo-Drücker, wo du einfach was auf die Taste gelegt hast. Brauchst und dann schlägt er automatisch. Ich kläre mal ganz kurz auf für die, die Dragon Ball Final Bout noch kennen. Es gab du konntest bei Dragon Ball Final Bout nämlich einen Trainingsmodus machen. Das bedeutet, du hast immer gekämpft und bist immer ein bisschen stärker geworden und das Spiel hat erkannt, schlägst du, dann wurde dein Schlag stärker. Hast du Kamehameha gemacht, wurde ein Kamehameha stärker. Also geiles Prinzip, war auch so leicht Dragon Ball GT angehaucht so von den Charakteren. Aber das finde ich halt richtig geil, weil das ist ja mal die geilste Art zu trainieren, wenn das so ohne Cheats geht, dass du wirklich das trainierst, was du auch machst. Also wenn du die ganze Zeit schlägst, dass dein Schlag besser wird oder dein Tritt oder sonst was. So, jetzt hatte das Problem, also haben wir einen Glitch rausgefunden. Und zwar, wenn du Pan unten rechts schlägst, glitschst du immer wieder nach vorne und kannst wieder schlagen und wieder schlagen. Und dann haben wir unsere Turbo-Controller genommen, so dass der immer geschlagen hat. Ich habe, glaube ich, einen Stuhl draufgestellt auf meine Viereck-Taste und auf die andere Taste, da waren so die Stühle draufgestanden. Und dann hast du das einfach mal 2 Tage lief die PlayStation durch. Ich weiß nicht, ob dir das passiert ist, also bei mir war es auf jeden Fall einmal so, dass dann meine Mutter reinkam und hat gesagt, du kommst nach Hause nach der Schule, nach 3 Tagen. So, dann mache ich den Kev fertig. Und dann, nein, meine PlayStation ist aus, ich habe noch nicht gespeichert. Und dann kommt deine Mutter rein so, ja, die ist gelaufen. Warum läuft die ganze Zeit? Das kostet auf dem Geld. Okay. Alter, ist dir das nicht passiert? Nein. Ach ja. Ja, mir schon. Dann war es ich. Oh Gott, aber das war so schlimm. Im Grunde war es am Schluss egal. Wir haben uns gegenseitig gewone-hitted mit den Attacken. Ja. Ja, weil wir so 2 Wochen lang trainiert, nach 2 Wochen haben wir uns getroffen, haben 10.000 Energieleisten, jeder bringt seine Memory Card mit, wir wählen unsere Charaktere aus, Schlag, und dann fällt der Charakter um, und dann hat es dann nur scheiß 5 Minuten gedauert, bis die Energieleiste leer war, die sind dann so runtergefahren, so in allen Farben, ey, das ist krass, aber das Grundprinzip war geil. Sonst noch ein Spiel, was dir einfällt, was richtig geil war? Nee, Moment. Ich hab das Ultimate Tenkaichi. Aha. Das hatte ich, glaube ich, 2 Wochen. Danach war es spurlos verschwunden. Vielleicht hat sich's aufgelöst, weil es so scheiße war. Keine Ahnung. Ja, da kam viel Mist raus. Noch Dragon Ball Brust und so weiter. Es kam aber auch vor unserer Zeit auch sehr viel für ein Super Nintendo etc. raus, ne? Die habe ich aber nie gespielt. Nee, ich auch nicht. Aber naja. Aber Dragon Ball ist schon was Feines. Also man sieht, wir haben da schon diverse Kindheitserinnerungen dran. Und wenn ihr davon mehr hört, vor allem bei King Kev auf dem Kanal, es gibt dazu einen ersten Teil, wo wir drüber reden. Da müsst ihr nur auf meinen Kanal schauen. Oder ihr müsst eine Woche zurückblättern bei mir. Und ansonsten würde ich sagen, vergesst nicht, den anderen Kanal zu abonnieren. Und unseren, also den anderen. Denn wir sind schon wieder am Ende der Folge und haben schon wieder 10 Minuten gequasselt. Das geht immer so schnell rum. Das geht so schnell rum, ne? Und wir quatschen das nächste Mal weiter über weitere Anime-Themen. Schlagt uns Themen vor, über die wir reden sollen. Und schreibt das in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Kev, war nice. Auf jeden. Und ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächsten Videos. Yo. Yo. Bis dann. Ciao. Tschüss. Sayonara. Ciao.